Yoga Vidya Rückenstunde für Anfänger. 20 Minuten für Entspannung, neue Energie und Kraft. Lege dich auf den Rücken und entspanne. Gib die Beine etwa 20 cm bis 70 cm weit auseinander. Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben. Die Schultern weg von den Ohren, Nacken lang. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Beim Einatmen hebt sich der Bauch, beim Ausatmen senkt sich der Bauch. Atme etwa 3 bis 4 Sekunden lang ein, atme etwa 3 bis 4 Sekunden lang aus. Mit jedem Einatmen hebt sich der Bauch, mit jedem Ausatmen senkt sich der Bauch. Krokodilsübung, um den unteren Rücken zu dehnen und zu entspannen. Schließe beide Beine, gib die Fersen zusammen. Jetzt beuge ein Knie und fasse mit beiden Händen um das Knie. Ziehe dabei sanft das Knie zum Brustkorb hin. Wenn es geht, ziehe es zur Mitte des Brustbeins. Halte gleichmäßig, lächle dabei von innen heraus und atme sehr tief ein und aus. Beim Einatmen drückt der Bauch gegen den Oberschenkel. Dabei entsteht ein sanfter Zug im unteren Rücken. Die untere Wirbelsäule wird auseinandergezogen, etwas sehr Gutes für die Bandscheiben. Auch eine gute Massage für die Bauchorgane, sehr gut für die Gesundheit des Darmes. Jetzt senke langsam den Fuß wieder, strecke das Bein aus und spüre einen Moment lang nach. Werde dir jetzt bewusst, wie lang die Beine sich anfühlen. Vermutlich wirst du jetzt spüren, dass das rechte Bein sich länger anfühlt als das linke. Dehnung führt zu Entspannung. Entspannung lässt Energie fließen und dann fühlt es sich weiter an. Dann schließe beide Beine. Nochmals. Beuge jetzt das andere Knie. Fasse mit beiden Händen um das Knie und ziehe das Knie zu dir hin. Atme ein paar Mal sehr tief mit dem Bauch ein und aus. Drücke beim Einatmen den Bauch gegen den Oberschenkel und beim Ausatmen lasse den Bauch entspannen. Spüre die Dehnung im Gesäß, spüre vor allem die Dehnung im Kreuzbereich. Stelle dir auch vor, dass die Bandscheiben in der unteren Wirbelsäule auseinandergezogen werden. Spüre die sanfte Massage des Bauches. Jetzt senke den Fuß. Strecke das Bein wieder aus und spüre wieder nach. Fühle die Länge der Beine. Beide Beine fühlen sich jetzt lang an. Jetzt die drehende Krokodilsübung. Schließe beide Beine. Beuge das rechte Knie. Und jetzt bringe das rechte Knie nach links. Hebe dabei auch die rechte Hälfte des Beckens hoch und gib die linke Hand auf das rechte Knie. Und lasse dabei sanft das Knie immer weiter zum Boden gehen. Halte die rechte Schulter auf dem Boden und drehe den Kopf sanft nach rechts. Atme weiter tief ein und aus und fühle die sanfte Dehnung im Gesäß, fühle sie vor allem auch im Kreuzbereich. Diese Übung ist sehr gut, um Blockaden im Iliosakralgelenk zu lösen. Und sie ist auch wiederum gut, um den unteren Rücken zu entspannen. Hebe langsam das Knie wieder. Senke den Fuß. Strecke das Bein aus und fühle einen Moment lang,
wie sich der Boden unter dir anfühlt. Vielleicht hast du das Gefühl, dass jetzt eine Seite tiefer ist als die andere. Vielleicht hast du das Gefühl, als ob du auf einer Treppe liegst. Dehnung führt zur Entspannung. Entspannung lässt Energie fließen. Und ein energetisierter Körperteil fühlt sich weiter an. Jetzt hebe das andere Knie, gib den Fuß neben das Knie und bringe jetzt das linke Knie nach rechts. Bringe dabei die rechte Hand auf das Knie und drehe den Kopf nach links. Spüre wiederum die Dehnung im Gesäß, spüre die Dehnung im unteren Rücken. Atme tief ein und aus, lächle dabei von innen heraus. Und mit jedem Einatmen wird die Dehnung etwas stärker, mit jedem Ausatmen entspannst du Gesäß, Kreuz und unteren Rücken. Hebe das Knie wieder hoch beim Einatmen und beim nächsten Ausatmen strecke das Bein wieder aus, gib die Beine etwas auseinander, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben. Atme 2-3 Mal tief ein und aus, fühle wieder den Boden unter dir und genieße dieses sanfte Gefühl von Vitalität und Entspannung in Gesäß und unteren Rücken und spüre, wie dieses ausstrahlt, auch über den Bauch in den ganzen Körper. Beuge wieder ein Knie, fasse mit den Händen um das Knie. Und jetzt setze dich auf unter Zuhilfenahme des Knies und stehe auf. Stehe so, dass du ganz entspannt bist. Beine etwas auseinander, etwa 50 bis 70 Zentimeter weit auseinander. Zehen fallen locker nach außen. Jetzt eine Übung zur Entspannung von den Schultermuskeln und den Nackenmuskeln. Ziehe die Schultern hoch zu den Ohren. Fühle die Anspannung der Schultern. Senke langsam die Schultern wieder. Spüre, wie es sich anfühlt, wenn die Schultern entspannen und entspannt sind. Hebe die Schultern nochmals hoch zu den Ohren. Fühle, wie es ist, wenn Schultern angespannt werden, angespannt sind. Langsam sich entspannen, während du die Schultern langsam senkst und entspannt sind. Jetzt ziehe die Schulterblätter nach hinten. Schulterblätter zusammen, spüre die oberen Rückenmuskeln aktiv. Löse langsam, spüre, wie die oberen Rückenmuskeln sich entspannen und entspannt sind. Nochmals ziehe die Schulterblätter nach hinten zusammen, spüre, wie es sich anfühlt, wenn die oberen Rückenmuskeln angespannt werden, angespannt sind. Sich langsam lösen und entspannt sind. Einen Moment lang genieße dieses Gefühl von Entspannung im oberen Rücken. Und jetzt spüre, wie die Energie der Schultern, des Nackens und des oberen Rückens hinunterstrahlt zu den Händen und Fingern. Vielleicht spürst du jetzt auch ein sanftes Kribbeln in den Handflächen und den Fingern. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass die Finger Energie nach unten ausstrahlen. Dann beuge langsam die Knie, setze dich hin und komme zu Navasana, zu einer Bauchmuskelübung. Du legst dich also jetzt ganz auf den Rücken in ruhigen Bewegungen. Da Yoga etwas Wunderbares ist, kannst du auch dabei schon immer wieder entspannt lächeln. Halte die Knie gebeugt
Setze die Fußsohlen auf den Boden oder halte die Füße in der Luft. Gib die Hände hinter den Kopf. Falte die Hände hinter den Kopf. Und hebe dann Brustkorb und Kopf hoch. Die Hände sind hinter dem Hinterkopf, Brustkorb gehoben. Hebe den Kopf nicht zu sehr, lächle und jetzt sollte es anstrengend für die Bauchmuskeln werden. Drücke die untere Rückenmuskulatur auf den Boden und spanne die Bauchmuskeln an. Senke langsam wieder die Füße, senke den Kopf und drehe dich jetzt auf den Bauch und komme dann zum Vierfüßlerstand. Knie auf dem Boden, etwa hüftbreit auseinander, Hände unter die Schultern, etwa schulterbreit auseinander. Für eine Katzenübung, strecke den rechten Arm nach vorne aus und strecke das linke Bein nach hinten aus. Gib dabei die Handfläche nach vorne Richtung Wand und den Fuß nach hinten. Achte darauf, dass der Kopf nicht zu hoch ist. Atme ein paar Mal, das ist gleichzeitig Gleichgewichtsübung wie auch Übung für die Rückenmuskeln. Atme tief ein und aus. Fühle dich im Gleichgewicht und spüre die Muskeln, die arbeiten. Senke langsam das Knie, senke die Hand und hebe das andere Bein hoch. Strecke das rechte Bein nach hinten aus, hebe den linken Arm hoch, schiebe den Arm nach vorne, das Bein nach hinten und fühle dabei, wie Rückenmuskeln arbeiten. Atme gleichmäßig. Spüre Rückenmuskeln, Gesäß, Schultermuskeln. Senke langsam das Knie, senke die Hand. Und jetzt noch eine dynamische Variation. Beim Ausatmen senke den Brustkorb und den Kopf und hebe die Lendenwirbelsäule hoch. Und beim Einatmen hebe den Kopf hoch, senke den Brustkorb. Beim Ausatmen gib wieder die Lendenwirbelsäule leicht nach oben und den Kopf nach unten, nicht zu sehr, nur ganz sanft. Und wieder einatmen, Brustkorb senken, Schulterblätter zurück, Kopf leicht heben. Wieder ausatmen, Kinn zur Brust und hebe Lendenwirbelsäule leicht hoch. Noch einmal, Brustkorb senken, Kopf leicht zurück. Und setze dich langsam hin. Setze dich auf den Boden, strecke beide Beine nach vorne aus. Gib jetzt die rechte Hand nach rechts hinten. Gib die linke Hand rechts neben den rechten Oberschenkel und drehe den Kopf sanft nach rechts. Eine sanfte Drehung. Lächle dabei und genieße es, wie es sich anfühlt, in einer so wunderbaren Drehübung zu sein. Komme langsam zur anderen Seite. Drehe dich nach links, wölbe dabei die rechte Hälfte des Brustkorbs nach vorne. Komme langsam zurück zur Mitte. Gib die Hände auf den Boden und rolle langsam auf den Boden ab. Wenn du jetzt zwei Kissen hast, dann gib die Kissen unter die Knie und lege dich auf den Rücken. Du gibst die beiden Kissen unter die Knie. Du gibst die Beine etwas auseinander, Arme vom Körper weg.
Wenn du keine Kissen hast, könntest du auch eine gerollte Decke nehmen oder du kannst auch die Beine ausgestreckt auf dem Boden halten. Ein paar Minuten Entspannung auf dem Rücken. Hebe das rechte Bein ein paar Zentimeter hoch, spanne es an und lasse es langsam locker. Hebe das linke Bein ein paar Zentimeter hoch, spanne es an, lasse locker. Hebe das Becken ein paar Zentimeter hoch, spanne es an, lasse locker. Hebe den Brustkorb ein paar Zentimeter hoch, spanne an, lasse locker. Hebe die Arme ein paar Zentimeter hoch, lasse locker. Ziehe die Schultern zu den Ohren hoch, spanne sie an, lasse locker. Ziehe das Gesicht zur Nasenspitze hin zusammen, lasse locker. Öffne den Mund, strecke die Zunge raus, öffne die Augen, schaue zurück. Lasse locker. Bringe den Kopf zurück zur Mitte. Drehe den Kopf von Seite zu Seite. Und zurück zur Mitte. Achte jetzt darauf, dass du ganz entspannt liegst, Schultern weg von den Ohren, Nacken lang. Du kannst ein paar Entspannungssuggestionen sagen. Ich entspanne Füße und Beine. Ich entspanne Hände und Arme. Ich entspanne den Rücken und den Bauch. Ich entspanne Schultern und Gesicht. Der ganze Körper ist entspannt. Der ganze Körper ist entspannt. Ich bin vollkommen entspannt. Genieße diese Entspannung und diese Ruhe ein paar Sekunden lang, eine halbe Minute lang. Vertiefe langsam wieder deinen Atem. Und du kannst innerlich eine Affirmation wiederholen. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Bewege deine Füße, bewege deine Hände. Strecke die Arme nach oben oder nach hinten aus. Dehne, strecke, räkele dich. Drehe dich auf die linke Seite. Und setze dich dann langsam auf. Atme 2-3 Mal tief ein und aus. Und freue dich auf den weiteren Tag. Yoga ist etwas Wunderbares, gibt dir neue Entspannung und neue Kraft. Mehr Informationen zum Yoga findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de.